neuer Merch. Shirts, Tees, Hoodies, Zipper, Crop Tees, Skirts, Beanies, Joggers, Patches, Kalendertassen und eine Plüschente. Jetzt kauf! Kauf! Mehr Merch. Neue Shirts, neuer Hoodie, Sweater, Schmuck, Trinkflaschen. Anibeduck.com. Nur solange der Vorrat reicht. Boah, ich wollte euch eine Geschichte erzählen, die mir letztens passiert ist. Alter, ich bin ja so ein Zu-Spät-Kommerli, ne? Wo fange ich an, Alter? Okay, pass auf. Mein Flug geht um, boah, lass mich nicht lügen, wann ging der nochmal? 12.45 Uhr oder so, irgendeine Uhrzeit, ja? Viertel vor auf jeden Fall. Ich mache mich auf den Weg zum Flughafen. Ich besuche meine Schwester in Deutschland, denn sie hat Geburtstag und sie feiert nach vielen Jahren endlich mal wieder ihren Geburtstag. Und natürlich muss ich dabei sein, also ja, eigentlich samstags in den Flieger auf dem Weg nach Deutschland. Und ich dachte mir, ey, ich fliege nur für eine Nacht. Ich muss jetzt keinen Koffer mitnehmen, ich fliege nur mit Handgepäck, ich habe nur meine Handtasche dabei. In meiner Handtasche ist literally nur meine Zahnbürste, eine neue Unterhose und ein T-Shirt zum Schlafen drin. So. Mehr, Deo, mehr ist ja jetzt auch nicht drin. Ja, ich brauche jetzt auch nicht jetzt irgendwie welche Faxen machen und jetzt einen Koffer packen. Passt. Ich bin schon eingecheckt, heißt, alles, was ich machen muss, ist Madeira zum Flughafen, durch die Sicherheitskontrolle. Ich habe in meinem Leben noch nie an der Sicherheitskontrolle am Madeira-Flughafen länger als 5 Minuten gestanden, weil es ist immer leer. Ich weiß nicht warum, aber dieser Flughafen ist immer leer. So, passt. Muss ja nur da, ne, durch die Sicherheitskontrolle und sobald ich da durch bin, es ist nicht wie Frankfurt, dass du noch eine Dreiviertelstunde zu deinem Gate laufen musst. Du gehst diese Treppen runter, du bist direkt da. Also von Flughafen, ich komme an, zu, ich bin da am Gate, vergehen 5 Minuten und ich bin da. So weit, so gut. Ich, ja, ruf mir halt ein Taxi, vielleicht Moment zu spät. Oder nee, Jules hat mich gefahren. Ja, ich war Moment, Minütchen zu spät. Ich hätte so eine Viertelstunde früher losfahren sollen. Passt. Komm am Flughafen an und denke mir, uff, knapp, okay, Jules, tschüss, ne? Ich gehe hoch zur Sicherheitskontrolle, büp, scanne meine Bordkarte, gehe rein. Sicherheitskontrolle, wie immer, leer. Perfekt. Ich stelle mich an, tu mein Zeug auf diese Sicherheitskontrollenkram, ne? Pack meine Hosentaschen aus und sowas, zieh meine Schuhe aus. In der Sekunde, wo ich gerade mein Kram auspacken bin, höre ich, Final Call für den Flug nach Düsseldorf. Okay, Final Call, so. Ich muss nur noch hier durch und runter und dann kann ich meinen Flug kriegen. Passt. Tu meinen Kram drauf, meine Tasche geht direkt durchs Ding durch, keine Probleme, easy peasy. Da gibt's auch so einen Metalldetektor, ich gehe durch den Metalldetektor durch. Piep, piep, piep. Ja, irgendwo Metall an mir, ne? Die durchsuchen mich nicht mal, die sagen nur, hey, wir machen nur kurz einen Sprengstofftest. Ich so, alles klar. Die so Hände, so, ne? Machen vorne so einen Streifen, umdrehen, Streifen. Testen an meinem Hosenbund. Noch nie in meinem Leben musste ich so einen Sprengstofftest machen. Passt bestimmt schon mal, aber passiert, ne? Ja, Sprengstofftest, der Typ tut das in dieses Gerät rein. Das dauert irgendwie 30 Sekunden, bis das Ergebnis kommt, ne? Düt, düt, düt. Sprengstofftest positiv. Ich gucke diesen Typ an. Der guckt diese Maschine an. Der guckt mich an. Kann nicht sein. Wir machen noch mal einen Sprengstofftest. Ich so, bitte. Neues Gerät, neuer Streifen. Handinnenfläche. Seite von meinem Hosenbund, steckt es in die Maschine, 30 Sekunden, Final Call, Flug nach Düsseldorf. Ich denke mir, oh mein Gott, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Sprengstofftest, düt, 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 positiv. Ich habe keinen Sprengstoff dabei. Und was jetzt? Er so, ja, sie dürfen sich nicht bewegen, sie dürfen ihre Tasche jetzt nicht mehr in die Hand nehmen, sie müssen hier stehen bleiben, wir rufen die Polizei. Diese Geschichte, Leute, wirklich. Ich stehe da, Final Call, denk mir, ach du Scheiße, in einer Viertelstunde ist so Abflug, ja? Ich stehe da und warte geschlagene 10 Minuten, 15 Minuten auf diesen Polizisten, bis der endlich ankommt. Und der ist so, okay, wo sind deine Sachen? Ich so, hier, der so, okay, nimm deine Schuhe, zieh deine Schuhe an, nimm deine Handtasche, komm mit. Ich so, okay, folgt diesem Polizisten. Aus der Sicherheitskontrolle raus, irgendwo an den Arsch der Welt, in irgend so ein Drecksbüro. Und der ist so, okay, du darfst deine Tasche jetzt nicht mehr anfassen, leg die hier vorne hin, gib mir deine Bordkarte, deinen Ausweis und so weiter und so weiter. Ich so, okay, gib mir meinen Ausweis, meine Bordkarte, der fängt an zu telefonieren, gib irgendwem auf Portugiesisch all meine Daten durch. Ewigkeiten. Also 10 Minuten lang ist er am Telefonieren mit irgendeinem Typen. Dann dreht er sich zu mir um und ist okay, hinsetzen, holt so ein Klemmbrett raus, auf dem so mehrere Seiten Papier sind. Und wir machen erstmal eine große Befragung, wo ich hin will, was ich da machen möchte, wo die Adresse ist, wo ich dann sein werde, warum ich da bin, wer denn da wohnt, Vorname, Nachname von der Person, die da sein wird, die Telefonnummer, meine Adresse, wo ich vorher gewohnt habe, meine halbe Lebensgeschichte.
Geschichte nimmt dieser Typ auf? Und dann fragt er mich ganz zum Schluss, hast du heute Sonnencreme oder Handcreme benutzt? Ich so, ja, natürlich. Der so, ja, okay, dann ist der Sprengstofftest deswegen wahrscheinlich positiv gewesen. Was für ein Scheiß Sprengstofftest wird denn positiv bei Handcreme oder Sonnencreme? Also ich sag euch das einmal ganz kurz, falls ihr, die Geschichte ist noch nicht vorbei, Leute, die ist noch nicht vorbei. Falls ihr jemals vorhabt, einen Flug zu erwischen, sei es irgendwohin, wascht euch die Hände mit Seife richtig gründlich, macht euch die Creme ab. Tragt keine Creme auf, keine Handcreme, keine Sonnencreme, nichts. Ich so, und jetzt darf ich meinen Flug nehmen? Der so, wenn du den noch kriegst. Und ich war so, okay, muss ich mich jetzt nochmal neu an der Sicherheitskontrolle anstellen? Ich so, Tränen bis hier stehen. Der so, komm, komm mit, ne, gib mir bitte die schnelle Ding ganz nach vorne direkt durch und sagt so, ne, hier, deine Tasche muss aber nochmal drauf. Okay, Tasche durch, Schuhe nochmal durch. Dann die Frau, wir müssen Sprengstofftest machen. Ich so, nicht schon wieder. Gib halt so meine Hand hin. Ich so, Entschuldigung. Der Polizist kommt wieder. Ich so, nein, die muss keinen Sprengstofftest machen. Die darf durch. Gott sei Dank. Ich nehme meine Tasche, gucke auf die Anzeige. Gate closed. Never surrender, Alter. Ich packe meine Tasche, renne runter, Treppen runter zum Gate. Menschenleer, niemand da. Ich denke mir, oh mein Gott. Und ihr müsst euch das vorstellen, am Madeira-Flughafen ist das so, vorne sind so die Schalter, wo man boardet, also wo man sein Ticket zeigt und so weiter. Und vorne ist wie so bei einer Achterbahn so Metallstangen, wo man so durchgehen muss, ne? Und das Tor war zu von diesen Metallstangen. Ich sehe noch so eine einzelne Frau an diesem Schalter und ich bin so, sorry, Düsseldorf, can I go? Und die guckt mich an und guckt auf die Uhr und guckt auf die Anzeige und ist so, kommen Sie, kommen. Ich, oh mein Gott, die rennt zu mir, macht das Tor auf, ich renne durch. Die so, schnell, Bordkarte und Ausweis. Ich so, oh mein Gott, ja, komme, ne, die will gerade scannen. Scannt. Düt, düt, düt. Du kannst nicht boarden. Ich so, wie? Ich dachte, die so, tut mir leid, die haben die Treppe schon abgebaut und die haben das Flugzeug schon zugemacht. Das wäre eine ein zu krasses Sicherheitsrisiko. Wenn die Türen einmal zu sind, darf man die Türen nicht aufmachen. Ich so, fuck. Und dann, die so, tut mir leid, du musst jetzt einmal komplett raus und dann kannst du dir am Schalter ein neues Ticket buchen oder online und dann kannst du wieder kommen und musst einen späteren Flug nehmen. Oh mein Gott, ich gehe wieder raus. Dachte mir, boah, gehe ich jetzt direkt wieder raus? Puh, scheiß drauf, ich gucke erstmal, ob ich überhaupt noch einen Flug kriegen kann heute, ob irgendeiner noch fliegt. Guck auf mein Handy, gucke, das ist tatsächlich am gleichen Tag noch mit, ich glaube, was war das, Eurowings oder so, wäre nochmal um 18 Uhr ein Flieger gegangen. Oder um 16 Uhr oder so, nach Deutschland und der wäre dann irgendwie um 21 Uhr oder so gelandet. Immer noch ein bisschen spät, aber noch pünktlich für die Party. So, ich will den Flieger aus, will den gerade mit PayPal online bezahlen. Dachte mir so, ey, komm, nochmal 100 Euro weg, Alter, scheiße, aber komm, ich will zum Geburtstag meiner Schwester. Ich will gerade auf Bezahlen drücken. Kommt diese Flughelferin wieder angerannt, ist so, Senora, 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 Senora. Ich bin so, hä? Ich so, okay, ich stehe auf. Ich bin so, was passiert hier? Sie können ins Flugzeug. Ich so, wie, ich kann ins Flugzeug? Ich gehe rein, die scannt meine Bordkarte, nimmt meinen Ausweis, schreibt dann irgendwelche Sachen auf. Ist so, hier, geh mit der mit. Kommt so eine Security-Frau um die Ecke und ist so, folgen Sie mir. Also auf Englisch so, come with me, ne? Ich gehe hinterher. Ich sehe so dieses Flugzeug, was halt zu ist. Plötzlich sehe ich, wie so fünf Leute so eine Flugzeugtreppe nehmen und die so dran stellen und so anschließen. Und dann machen die diese scheiß Türen auf. Und ich steige in dieses Flugzeug. Und der deutsche Pilot und die Stewardessen stehen vorne und die sind so, sie haben so ein Glück. Normalerweise geht das nicht. Okay, ich, mein Sitz natürlich ganz hinten im Flugzeug, ganz hinten im Flugzeug. Der größte Walk of Shame aller Zeiten. Ich gehe durch diesen Gang, alle gucken mich an und denken sich wahrscheinlich, Alter, wer ist die denn, dass die jetzt für die diesen Flugzeug nochmal aufgemacht haben? Ja, einmal schön, das 30 Reihen genervter deutscher Urlauber, die sauer sind, weil sie jetzt von Madeira wieder zurück nach Hause müssen, wahrscheinlich. Und der Flugflieger schon irgendwie 5 Stunden Verspätung hat. Oh mein Gott. Aber Flug bekommen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich werde natürlich nicht draus lernen. Weil die Konsequenz ist ja gewesen, ich kriege halt trotzdem den Flieger. Obwohl ich ankomme, wenn Final Call ist und noch 20 Minuten in der Polizeibefragung bin, kriege ich trotzdem meinen Flug. Ich kann auch einsteigen und boarden, wenn das Boarding seit einer halben Stunde vorbei ist. Ich kann auch einsteigen, wenn das Flugzeug schon zugemacht wurde. Warum?
Ich hätte Lotto spielen sollen an dem Tag. Ich schwöre, ich hätte Lotto spielen sollen an dem Tag. Da war einfach von Glück geküsst.